bisschen, wir haben glorreich gewonnen. Ein bisschen, 10 zu 0. Wir haben aufgegeben. Ich bin nass. Meine Zuneigung. Nee, nicht wirklich. Keine Ahnung, im Schnittsport. Also im E-Sport kriege ich keine Zeit. Bist du verletzt? Ja. Was hast du denn? Im Knie, ich bin umgefallen. Ich bin umgefallen. Und dann muss ich ins Tor. Shit. Ja. Lass es. Lass es. Nass? Ich hab regnet. Genau, ein Pitschepatschen. Handtuch fehlt. Handtuch fehlt, ja. Ich hab Handtuch, aber ja? Ich will keinen Freund noch. Lass uns mal ein Handtuch alle teilen. Wir sind sprachlos, wir wollen jetzt Fragen hören. Also, ja, muss was fragen. Das ist gut. Die Frau hinter der Kamera fragt jetzt. Wie geht's euch? Wir sind nass. Wie geht's euch? Wir sind nass. Und da wir die anderen ziemlich fertig gemacht haben, sie gar keine Chance. Wer hat denn gewonnen bei eurem Glorreich? Ja? Wie hoch? Ziemlich hoch, 10-0. Ein Ehrentor mit. Wer war der Schwächste von euch? Igor. Ja, eigentlich der Manu. Warum? Du bist jetzt objektiv. Er ist umgefallen, ja. Eindeutig. Also der Manu, der schwitzt auch irgendwie nicht so. Er ist der Einzige. Doch. Nee, er war schon duschen. Er war schon duschen. Hat ja. Haare gerade gewaschen. Nee, das ist... Er wurde dann ausgewechselt und... Ja. Nein, wir sind alle gut. Wir waren einfach alle. Wir sind eine Gemeinschaft. Das Team gewinnt, das Team verliert. Das geht nicht um eins. Genau. Ich geh jetzt mit der da hinten Tennis spielen. Tschüss. Nicht so wie bei den Racern, die haben nur alleine gespielt. So, und jetzt? Und jetzt? Oh. Was macht ihr jetzt noch? Gemeinschaftsdusche. Mach's mit, Paul. Gegenseitig einreiben. Mit dem Schweiß? Nein. Erst mit dem Schweiß, dann mit dem Wasser. Dann Shampoo. Fuß. Ich glaube, Steve von Europe da freuen sich, wenn sie das Auto zurückbekommen und ich mich jetzt mal einsetze. Okay, können wir doch auch duschen. Danke, Handtuch. Handtuch fehlt. Okay, das ist unfair. Schnitt, wir sollten langsam gehen. Das ist Werbung. Nicht so viel Handtücher, habe ich gehört. Schnitt. Du nimmst einfach ein Toilettenpapier.